So, hallihallo, hallo, meine lieben Freunde der Erfolgsmusik und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Warhammer Dark Omen. So, wir laden mal eben die Kampagne. Mal gucken, wo wir stehen geblieben waren. Brigands Attack. Ja, das haben wir, glaube ich, schon fertig gehabt. Meine ich. Wir checken mal ganz kurz eben unsere Truppen, wie es hier aussieht. 12 von 16. Das Schöne ist, sie haben bald ein Level-Up. Das finde ich ganz gut. 700 um die auszurüsten, 870 um die komplette Armee auszurüsten. Das werden wir mal nicht tun. Wir werden die hier aufrüsten. Und wir werden die aufrüsten. Weitere Rüstung können wir uns, glaube ich, nicht leisten. Nein, können wir nicht. Okay. Dann sind wir erstmal fertig. Und gehen in das nächste... in die nächste Mission rein. Ab nach Bogenhafen. Welcome to Bogenhafen. At last, ambushes have a way of slowing my progress a little. We were attacked on the road, Witchhunter. The attackers were acting under orders from an unknown source. The real target was the Countess. Is that so? That's disturbing news. I wonder whose orders they were following. What do you think, Bernhardt? Call me Commander. You'll say that once too often. Oh, Commander, I'm glad you've arrived. I'm the mayor of this town. I've got a letter here. It was found nailed to the door of the town shrine. Just what does it all mean? It might help if you told me what's in the letter. What? Oh yes. Here, see for yourself. To the feeble folk of Bogenhafen, beware the warning. Death has 100 hands and walks 100 ways. Death waits close by, but not for you if you are wise. You will surrender Countess Isabella von Liebowitz to me, and death will leave you to your wretched little lives. Refuse to surrender her, and death will come to your town with 100 soft footfalls. Don't disappoint me. Look at the seal on this letter. It bears the same mark as the one carried by the brigands. Morgan, we'll lose time if we stay. They need us at Helmgart. But it's up to you. Well, I'm not staying. I'll not lift a finger to protect this town. It's probably full of heretics anyway. You'll be seeing me again, Morgan. Count on it. Stay and fight. Continue to Helmgard. Ja, gut, wir müssen uns entscheiden. Und ich glaube, wir werden Stay and Fight nehmen, denn wir sind mutig. I'll not allow the Countess to come to harm. I gave her my personal word on that. We stay. Prepare to fight. So, wir speichern. Wir speichern mal. Nicht. Wir speichern mal nicht. Wir können uns nämlich jetzt hier eventuell eine Möglichkeit schaffen, dass wir Alternativwege auswählen, falls ihr das möchtet. So, wir werden die Schützen nehmen. Wir werden natürlich logischerweise die Chivalry müssen wir nehmen, ist klar. Wir werden die mitnehmen und wir werden die Kanone mitnehmen. Der Rest wird wohl funktionieren. Ich werde den Rest mal nicht mitnehmen, weil den Bright Wizard können wir auch mitnehmen. To battle! Gut. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Wahrscheinlich wieder eine epische auf die Nauze Schlacht. Ah, okay, wir sind hier in der Mitte und wir müssen die Kirche verteidigen. Ich verstehe, ich verstehe. Wenn wir die Kanone mal hier platzieren und den Magier hier.
Ah, wir können auch sogar schon Preset-Commands setzen. Das werden wir aber natürlich jetzt gerade mal nicht machen. Wir werden hier die Bogenschützen hinpacken. Die dann hier ein bisschen wegziehen. Machen wir mal hier die Infanterie hin und hier machen wir die Kavallerie hin. Und schauen wir mal, was es gibt. Oh verdammt, jetzt sind wir aber gerade hier schon mal eingekesselt. Ich hoffe, das funktioniert so. Die hat gut gesessen. Verdammt, wir sind voll verranzt. Okay, das war ein bisschen ungünstig. Egal. Boah, das ist hier total das Gewusel. Oh, fuck. Wir haben jetzt gerade leider unseren... Ich glaube, wir haben hier ein bisschen Quatsch gemacht. Das müssen wir wohl definitiv nochmal neu starten. Immerhin machen die es relativ gut, ja? Aber das wird wohl voll in die Hose gehen. Steuerung ist halt extrem schwierig.
Ah, okay, das hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Aber die fliehen auch. So, den ersten weggehauen. Ich denke mal, die kriegen wir ja wohl relativ gut weg hier. Jetzt noch. Boah, es ist halt echt schwierig, weil man halt wirklich nur so extrem wenig auf dem Monitor sieht. Das ist, vielleicht sollte ich probieren, die wirklich alle sofort, in Ecke zu bringen. Wir haben verloren die Kanone. Die können wir hier definitiv nicht brauchen, weil wir halt wirklich von allen Seiten angegriffen werden. Das ist too much. Wir können uns jetzt mal angucken, wie das Ergebnis aussieht, aber ich glaube halt echt nicht gut. Victorious kann man das ja wohl nicht nennen. Die Kanone ausgeschaltet, den Wizard ausgeschaltet und Countess Guard ausgeschaltet. Boah. Tja, die Cavalry hat zwei Tote gerade mal. Ups, das war die falsche Taste, das tut mir leid. Das werden wir wohl so nicht lassen können. Da werden wir wohl mal kurz einmal neu müssen. Wir gehen mal... Starten wir einmal neu. Das ist zu viel gewesen. So. Jetzt kommt erstmal wieder der Dialog, der ist mir natürlich egal. Well, I'll not allow the counter. Jetzt müssen wir aber erstmal kurz ausrüsten. Denn, sonst geht das hier in die Hose. So, wir machen Safe Game, aber auf dem zweiten Slot. Gehen in den Kampf und nehmen mit. Wir nehmen mit die Bowman, die und die Kanone nicht, aber den Bright Withered. Komm, die nehmen wir auch mit. Und die. Die Kanone lassen wir definitiv da jetzt. Wir probieren es mal so, es macht ja nichts. Mir jetzt hier mal die Anordnung an. Es sieht hier so aus, als ob hier wirklich ein guter Punkt wäre, wo wir uns deponieren könnten. Die Kavallerie wird ja sowieso unsere Hauptangriffseinheit werden. Das ist klar. So, wir müssen die langsamen Einheiten natürlich... Das ist natürlich Quatsch. So, packen wir das mal so. Das ist die Beschusseinheit. Das ist die Einheit. Der läuft auch dahin. So, starten wir mal. Aye, sir. Enemy sighted.
So. Na, greif ihn an! Verdammt! So, einen rausgenommen. Die hauen wir jetzt erstmal. Das wird ja wohl klappen. Okay, diesen Daimkampf. Ich habe einfach zu viele Einheiten. Das ist total verwirrend. So, die greifen auch nochmal an. Aber das müsste eigentlich hier reichen. Na komm, mach fertig. Der hat gesessen. Das geht aber nochmal. Wir haben jetzt ein bisschen gekokelt. Ja, ich weiß es ja. Sehr schön, haben wir geschafft. Gut. So, dann gehen wir mal ganz kurz eben raus aus der Mission. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute und reingehauen.